Hallo und herzlich willkommen, hier ist GenTV und Nicoel. Wir haben FIFA 15 für die Xbox One getestet. Ja, in Zeiten, in denen Spieler bei Destiny beklagen, dass Destiny repetitiv ist, man immer dasselbe machen muss und es überhaupt keine Abwechslung gebe, frage ich mich, ja, ist es eigentlich bei FIFA 15 nicht genauso? Es ist nämlich genauso, wenn nicht sogar noch viel schlimmer. Im Grunde genommen besteht das Spiel einfach nur aus aneinandergereihten 90-minütigen Spielpartien. Innerhalb einer Saison kommt überhaupt gar nicht viel an der Dramaturgie auf. Es gibt kein Drama. Es ist einfach nicht erklärbar, warum ein Spiel am ersten Spieltag genauso aussieht wie ein Spiel am 34. Spieltag. Die Kommentatoren gehen nicht darauf ein. Sie gehen auch nicht darauf ein, wenn es zum Beispiel um einen verbleibenden Champions League Platz geht oder um den Abstieg. Es wird auch nicht anders präsentiert, außer vielleicht bei dem Pokalendspiel gibt es eine Pokalverleihung. Aber ansonsten, auch die Präsentation ist immer nur dieselbe. Es wird einfach gar nicht drauf eingegangen. Was passiert so im Laufe einer Saison? Spieler verletzen sich. Spieler gehen, Spieler werden neu eingekauft. Darauf wird nicht eingegangen. Es gibt innerhalb des Teams auch überhaupt gar keine Spielerkommunikation. Also die Mitspieler sprechen nicht mit euch. Wenn ihr euer erstes Tor macht zum Beispiel, dann hätte ich mich doch so gefreut, wenn mir andere Mitspieler dann auch mal gratulieren würden oder eine E-Mail schicken oder etwas vom Trainer kommt. Aber wo ist eigentlich der Trainer? Ja, der sagt nur lapidar, also was sind die Ziele jetzt, was erwarte ich von dir? Ja, oder du spielst nicht, mehr sagt er nicht, er gibt auch keine technischen Anweisungen. Also da fehlt einiges und ich kann nicht verstehen, warum EA mit so viel Geld das nicht hinbekommt, einen vernünftigen Video Pro Modus hinzubekommen, in dem man wirklich mal die Intensität dieses Fußballspiels einer ganzen Saison erlebt. Ja, so ist das Spiel natürlich nicht schlecht. Ich meine, jedes einzelne Spiel sieht natürlich auch perfekter aus als noch im Vorgänger. Die Grafik wurde verbessert. Ihr seht jetzt, die Spieler sehen noch besser aus. Sie zeigen jetzt mehr Emotionen, wenn sie eine gute Aktion haben oder eine schlechte Aktion haben oder wenn sie gefoult worden sind. Ihr könnt die Fansentscheidungen alle einzeln erkennen. Auch die zeigen Reaktionen. Die Kameraleute sieht man, die Ordner, der Rasen wird abgenutzt, die Trikots werden schmutzig. Also da ist wirklich sehr viel dran gemacht worden. Und das sieht auf jeden Fall besser aus. Bei der Stadionatmosphäre ist auch eine Schippe draufgelegt worden. Es gibt jetzt zum Beispiel, wenn ihr den Ball an die Latte knallt, auch da, das klingt entsprechend auch, als wäre es beim richtigen Spiel. An der TV-Präsentation an sich, wie gesagt, wenn man das Spiel jetzt nur für sich als ein einzelnes Spiel spielt, das sieht das schon toll aus, aber im Saisonmodus macht es überhaupt keinen Unterschied, das ist immer gleich. Natürlich gibt es auch wieder das Ultimate Team, na klar, daran verdient man ja viel Geld. Das wurde jetzt noch ein bisschen erweitert mit Leihspielern und so weiter. Online könnt ihr natürlich auch spielen. Auch da gibt es viele Möglichkeiten. Und ihr könnt zum ersten Mal wieder ein eigenes Turnier erstellen, allerdings nur offline. Und warum das denn? Warum denn nur offline? Ja, warum nicht online? Das würde doch am meisten Sinn machen, jetzt ein Turnier zu spielen. Naja, ich weiß es nicht. Wenn man mal die Premier League spielt, dann stellt man fest, dass es da alles noch ein bisschen besser aussieht und seriöser, als wenn man die Bundesliga spielt. Ja, ansonsten, wie gesagt, ich verstehe es nicht, warum man nicht einfach mal hier eine vernünftige Karriere hinzumacht, die sich auch wirklich so nennen kann, wo es auch wirklich ein intensives Erlebnis ist, wo man darauf hinschiebert auf das nächste Spiel und nicht einfach nur, ich hab's echt gemerkt, ein Spiel hat schon keine Lust mehr, weil es ist ja immer das Gleiche, ja, und da würde es echt helfen, wenn da mal ein bisschen so Zwischentöne dazu kommen würden, ja, dass auch mal, ja, was ich schon gesagt habe, der Trainer mit dir spricht oder die Präsentation einer anderen, die Kommentatoren was dazu sagen, es vielleicht taktische Anweisungen gibt, Kritik und so weiter, passiert alles nicht. Ja, es ist praktisch ein Spiel abgeschlossen, dann ist das nächste. Ihr bekommt irgendwie in den Statistiken eure Werte zugewiesen, über die sich dann eure Skills verbessern, aber das war's dann auch schon. Ja. Gut, also schade, man hätte sich von FIFA 15 mehr erwarten können. Ist aber leider nicht so geworden. Trotzdem, als echter Fußballfan und wenn man online spielen will, muss man das natürlich haben. Von daher. Also,
einige Verbesserungsvorschläge hatte ich genannt, wenn man die vielleicht für FIFA 16 mal angehen würde. Und dann weiter so grafisch und gameplay-technisch auf der Höhe bleibt wie in diesem Jahr. Dann könnte das ein super Spiel werden. Das war das Review von FIFA 15 für die Xbox One. Bis zum nächsten Mal. Bye bye. Tor! Und Tor! Und Tor!